Guten Morgen. Es ist schon wieder 8.04 Uhr. Ja, aber diesmal kann ich hier drehen. ich werde jetzt erstmal das Video von gestern zusammenstückeln. Ja, ich bin ein bisschen müde. Und dann geht's aber auch schon weiter mit dem Lesen. Das heute auch wieder so gut wird wie gestern. Ich bin gespannt. Auf zum zweiten Tag, würde ich sagen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt das Video bearbeitet, muss jetzt nur noch speichern und hochladen, habe nebenbei schon ein bisschen gelesen und Kaffee getrunken. Es ist jetzt 10.06 Uhr und jetzt kann es gleich endlich losgehen. Und ihr könnt auch gleich sehen, was gestern los war, aber das habt ihr eh schon gesehen. Ist ja egal, wenn ich das geht schnell dumpf, macht nichts. Es geht jetzt einfach mal los und dann ist schön. Und ich freue mich auf den heutigen Tag. Marathon 1. So, let's go. Okay, bis denn. So, wir haben jetzt 10:50 Uhr. Und ich habe soeben Robin Rot beendet. Du musst das nicht so schwenken, das wird einem nur schwindelig von. Da das Video von gestern gerade erst ein paar Minuten online ist und noch keine Abstimmungen waren und ich nicht mehr warten will, habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, selber zu lesen und danach mit Safi Blogger zu machen. Robin Roth hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Was machst du denn da schon wieder? Du machst mich ganz wuschig, weißt du das? Das ist nicht normal. Ja, jedenfalls werde ich das selber lesen und mich dann, ja, später wieder melden. So, mit dem Lesen wird noch nichts, denn es gibt jetzt erstmal Happy Happy. Jetzt darfst du dahin schwenken. Ja, Lasagne, ja, ein Finger. Und wenn ich dann aufgegessen habe, dann beginne ich mit Silber. Ich melde mich dann aber nochmal vorm Lesen, nach dem Essen und dann. Guten Hunger, würde ich sagen. So, es ist jetzt 10:55 Uhr und ich werde jetzt anfangen, Silber zu lesen. Es fühlt sich ja schon sehr gut an, dieses Cover, oder? Ist der Postbote? Ich glaube, der Postbote kommt jetzt. Okay, ich fange an zu lesen. Bis später. So, weil ihr unser Hörnchen ja so mögt. Mampfmann. Ich überlege, ob ich mich auf den Balkon setze, aber mit Hörnchen auf dem Balkon ist das ein bisschen schwierig. Ist das nicht drollig? Na gut, ich lese mal weiter. Wow. So, es ist jetzt 10:05 Uhr. Nein, 4. Oh Mann, ich hasse diese Uhren. 10:04 Uhr. Und ich habe die ersten 100 Seiten von Silber gelesen. Ich hätte mir vorher bewusst nichts angeguckt zu dem Buch. Also ich habe weder den Klappentext durchgelesen, noch habe ich mir irgendwelche Rezensionen oder Let's Reads oder was da war angesehen. Und wenn irgendwer in irgendeinem Video das beschrieben hat, habe ich mir echt die Ohren zugehalten. Und ich wollte über dieses Buch nichts wissen. Einfach mal so reinfallen lassen. Einfach mal, ja, ein neues Buch lesen quasi. Das Einzige, was ich hier musste, das steht ja auf dem Cover, dass es eben um Träume geht. Und ich habe jetzt halt gerade den ersten Traum hinter mir. Und um es mit Lips Worten zu sagen, es ist sehr interessant. Doch, ich finde schon, dass das sehr interessant ist. Ja. Ich meine, teilweise stellt sich schon ein bisschen dumm an. allein mit dem Filmplakat in der Schule. Natürlich. Aber ansonsten, ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Was es mit diesen Träumen auf sich hat und mit diesem dubiosen Treffen. Ja, ich werde jetzt weiterlesen und bin wirklich gespannt. Bis später. Da bin ich wieder. Es ist jetzt ca. 6:55 Uhr, also 19 Uhr. Und ich lese immer noch Silber
ein höherer Staune. Ich habe jetzt wieder 100 Seiten gelesen, beziehungsweise 102 Seiten gelesen. Und was ich vorhin ganz vergessen habe zu sagen, was ich an dem Buch auch toll finde, erstmal ist das Cover nicht schlecht, wenn man rüberfährt, sieht es sich total lustig an. Dann die Innengestaltung ist ja mal auch super. Aber was mir wirklich am allerbesten gefällt, sind diese zwischendrin eingeschobenen Blogposts. Ich mag sowas ja irrsinnig gerne. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn hinter jedem Kapitel so ein Blogpost wäre. Das wäre richtig klasse, aber ja, also bleibt immer noch was Besonderes, würde ich sagen. Und ich habe festgestellt, dass ich vor einiger Zeit durch Zufall auf diesem Blog war. Irgendjemand hatte das auf Facebook gepostet, ich weiß gar nicht mehr wer und warum. Auf jeden Fall war das nicht im Zusammenhang mit dem Buch selber. Das weiß ich noch. Und manchmal bin ich ja eben auch sehr neugierig und habe draufgeklickt und ja, konnte mir aber keinen richtigen Reim daraus machen. Ein Buchblog war es jedenfalls nicht, wie ich dachte, und bin ich wieder weg. Ohne es mir wirklich durchzulesen. Aber wenn ich das Buch durch habe, werde ich das auf jeden Fall mal nachholen. Also nächste Woche irgendwann, wenn mein Lesemarathon vorbei ist. Ja, gut, dann werde ich mal die nächsten 100 Seiten in Angriff nehmen und mal gucken, was in der Zwischenzeit noch passiert. Ich melde mich dann wieder. So, das wird wahrscheinlich mein vorletztes Update für heute sein. Ist nicht viel gewesen heute, muss ich sagen. War ein bisschen langweilig für euch wahrscheinlich. Ich bin bei Silber jetzt bei... Also ich habe gerade die Seite 311 beendet. Das liest sich auch wieder so wahnsinnig schnell. Also es ist echt erstaunlich, was so ein Lesemarathon ausmacht, wenn man es so die ganze Woche über macht. Dann am zweiten Tag, also ich habe noch nie so schnell Bücher ausgelesen. Normalerweise so 100 Seiten am Tag und dann ist gut, aber echt erstaunlich. Zwischendurch habe ich zwei Telefonate geführt so ein bisschen, aber ansonsten habe ich eigentlich auch wieder durchweg gelesen. Ja. Werde ich mir gleich einen Tee machen, mal sehen, was für einen. Und dann weiterlesen. Beenden wir das garantiert nicht. Wir haben jetzt, habe ich es überhaupt schon gesagt, 11:15. Ungefähr. Ja. Mal gucken. Mein Freund ist wieder auf dem Rückweg. Müsste also auch bald ankommen. Der wird voll von Mücken zerstochen. Aber eben sind die immer nach 2 Stunden wieder weg. Also von daher. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich mir jetzt meinen Tee und lese dann auch schon wieder weiter. Das ist echt gut. Also, wie gesagt, mit dem Dämon, das kann ich noch nicht so ganz irgendwie einordnen. Aber das Sache mit den Träumen finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, okay. Dann bis später. Hallo, es ist 1 Uhr. ja, ich bin müde und ich bin ein bisschen traurig. Denn ich bin ja normalerweise niemand, der den Schutzumschlag von Büchern abmacht. Dieses Mal habe ich ihn abgemacht, weil ich dachte, das Silber könnte vielleicht abblättern oder so. Und vorhin ist mir eingefallen, dass ich den Schutzumschlag aufs Sofa gepackt habe. War es dann schon zu spät? Nein, nicht ich habe mich raufgesetzt, das war das Kameramännchen. Und das Silber ist wirklich abgegangen. Ja, egal. So. Von dem Buch habe ich jetzt nur noch ca. 30 Seiten übrig. Aber ich bin zu müde. Ich werde das also morgen auslesen. Auslesen. Und jetzt habe ich ganz vergessen auszurechnen, wie viele Seiten ich gelesen habe. Ich bin gleich nochmal da. Also, ich habe jetzt ausgerechnet, ich habe heute, obwohl ich eine Stunde später angefangen habe zu lesen, 462 Seiten gelesen. War das jetzt zu undeutlich? 462. Hm. Wow. Ja. Mal sehen, wie es morgen wird. Wenn es immer ein bisschen mehr wird, das wäre irgendwie komisch, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall wird morgen Silber ausgelesen. Und was kommt danach? Saphir Blau. Warum zeigst du denn jetzt dahin? Ja, man kennt es ja nicht anders, ne? Ich weiß Bescheid. Okay, also wir sehen uns dann morgen wieder. Gute Nacht.